Hallo zusammen, herzlich willkommen bei uns im Garten-Gemüse-Kiosk. Heute geht es um eine ganz besondere Frucht, ein Obst. Mein Herz schlägt dafür, das Herz der Gartenzwergin schlägt dafür. Ich ernenne es jetzt einfach mal zum Obst des Jahres oder des nächsten Jahres. Vielleicht baut ihr sie ja auch an. Und zwar die Melonenbirne, die Pepino. Es sind so wenig Kerne drin, es ist so lecker, wir können es hier anbauen. Wie wir das genau gemacht haben jetzt die letzten ein, zwei Jahre, welche Methoden wir herausgefunden haben, wie wir zu so viel Erfolg kommen, das seht ihr jetzt in dem Film. Viel Spaß! Unser Versuch startet im Oktober, da haben wir Stecklinge genommen. Die Pepino-Pflanze stammt übrigens aus Südamerika, also sie wird ja auch Melonenbirne genannt. Dort in Peru wurde sie wohl als erstes angebaut. Für unsere Stecklinge hat der Gärtner hier überall so ein paar Triebe abgenommen. Da werden gleich noch Blätter und Blüten entfernt. Stecklinge zu schneiden ist super einfach. Also einfach die Blätter entfernen, weil wenn zu viel Blätter dranbleiben, das kennt ihr von normalen Stecklingen auch, dann ist die Verdunstung einfach zu hoch. Also Blätter ab, bis auf so ein paar. Und die Blüten natürlich auch raus. Und dann sind die Stecklinge auch schon fertig geschnitten. Die kommen dann in ein Glas Wasser und werden bei uns ins Gewächshaus gestellt, damit die auch schön warm stehen. Dann dauert es ungefähr so 2, maximal 3 Wochen und schwuppdiwupp haben die Stecklinge schon Wurzeln. Also es ist wirklich mega easy. Die Melonenbirne, beziehungsweise auch Pepino genannt, ist ein Nachtschattengewächs und sie heißt lateinisch Solanum muricatum. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ich hatte nie Latein. Wie ihr sehen könnt, kommen die Stecklinge geschnitten jetzt einfach in ein Glas Wasser. Es ist wirklich super einfach. Also wenn ihr jemanden kennt, der eine Melonenbirne hat im Garten, dann nochmal ganz schnell Stecklinge schneiden, wenn der Frost noch nicht da war. Einige von euch haben uns gefragt, ob wir Melonenbirnen-Stecklinge irgendwie verschicken können oder so. Und wir haben auch darüber nachgedacht, ob wir das logistisch dieses Jahr hinbekommen und haben uns dagegen entschieden. Aber als kleines Schmankerl haben wir jetzt eine Verlosung dabei für euch. Also, wir werden 3x so 2 bis 3 Melonenstecklinge verlosen. Und wenn ihr teilnehmen möchtet, im Lostopf landen, dann schreibt einfach unter dieses Video in die Kommentare mit dem Hashtag Pepino, also Rautezeichen Pepino. Und wir schauen dann, werden dann verlosen und werden 2 bis 3 Stecklinge an 3 Leute verschicken. Also, wir drücken euch die Daumen, nehmt einfach teil. So, nach 2 bis 3 Wochen seht ihr jetzt ganz gut, wie die Wurzelbildung gewesen ist. Also das klappt wirklich sehr, sehr einfach. Die können wir jetzt einbuddeln. In diesem Video zeigen wir euch ja so den Vergleich zwischen Pflanzen aus Stecklingen und Pflanzen, die wir ausgebuddelt und überwintert haben. Also konkret gesagt hinterher, wie es mit der Ernte und den Pflanzen im Verlauf auch war. Das hat so ungefähr bestimmt 2, 2,5 Jahre gedauert, war deswegen für uns ein bisschen aufwendiger. Wenn euch das gefällt, so Langzeitexperimente, dann quittiert uns das gerne mit einem Daumen nach oben. Steckling wunderbar eingebuddelt. Noch ein bisschen anhäufeln mit Erde. Das ist übrigens ganz normale Gartenerde, die wir jetzt hier verwenden. Und dann wird natürlich angegossen. Wusstet ihr, dass die Früchte von der Pepino unheimlich viel Vitamin C enthalten, angeblich sogar mehr als Orangen und Zitronen? Unsere Stecklingspflanzen, die wandern jetzt ins Gewächshaus. Frosthart sind die natürlich nicht, im Gewächshaus ist es jetzt bei uns noch ein bisschen warm, also kommen die da rein. Wenn wir damit rechnen müssen, dass es alles zufriert, dann sind die da natürlich auch nicht mehr sicher. Man könnte die in den Keller stellen beispielsweise oder wir stellen die bei uns in die Garage. Um die 0 Grad hat die Pflanze auch kein Problem, aber wenn es dann weiter nach unten geht auf der Skala, dann wird es schon schwierig. Kommen wir zum zweiten Teil. Jetzt heißt es, die restlichen Pflanzen ausbuddeln. Das sind unsere 2 Pflanzenkübel, da hinten seht ihr noch die kleine Mimi. Die restliche Ernte wird natürlich auch abgeschnitten, die kann man wunderbar ins Haus legen zum Nachreifen. Das hat bei uns ganz gut geklappt. Natürlich nicht ganz so toll wie sonnengereifte Frische, aber immerhin noch ganz klasse. Ähnlich wie bei Tomaten auch. Die Pflanzen haben wir jetzt ungefähr so zur Hälfte noch runtergeschnitten, die Schnüre entfernt und dann ausgebuddelt. An der Stelle könnte man jetzt natürlich auch wunderbar neue Stecklinge schneiden.
Hat jemand von euch die Pepino schon mal im Gewächshaus gehabt und da gezogen, also hinterher auch bis zur Ernte? Das soll angeblich auch gut klappen. Haben wir bisher noch nicht versucht. Wir haben einfach zu wenig Gewächshäuser. Aber ihr kennt das ja, man hat irgendwie immer zu wenig Platz, nicht wahr? Bei unserem Versuch jetzt hier haben wir zwei Pflanzen rausgenommen und die dann in Kübel gesetzt und einfach mit ganz normaler Gartenerde aufgefüllt. So, jetzt gibt der Gärtner ein bisschen Gas, wird ja sonst langweilig. Die Melonenbirne ist unserer Erfahrung nach eine ziemlich robuste Pflanze. Also wenn man da mal an die Wurzeln rankommt oder so, die ist echt nicht empfindlich. Kein Problem. Wir haben übrigens auch versucht, die Pflanze aus Saatgut zu ziehen. Das hat bei uns nicht gut geklappt. Es soll angeblich gehen und manche haben auch Saatgut im Angebot, aber bei uns hat das nicht geklappt. Vielleicht hatten wir aber auch Saatgut, was nicht reif genug war. Also von der Pflanze. Habt ihr das schon mal gemacht? Hat es bei euch geklappt? Schreibt uns das gerne in die Kommentare. So, die beiden Pflanzen sind eingebuddelt und auch die ziehen jetzt ins Gewächshaus. Da haben sie sich auch ganz wohl gefühlt soweit, aber wie gesagt, frosthart sind sie nicht, da braucht man dann einen anderen Plan. Oder vielleicht habt ihr einen Frostwächter im Gewächshaus stehen? Ein bisschen berupft sehen die ja jetzt schon aus, aber gut, nächstes Jahr sieht das anders aus. Ach ja, und natürlich nicht angießen vergessen. Bei der Überwinterung sollte man natürlich darauf achten, dass die Pflanzen nicht austrocknen. Eben haben wir die Vermehrung gesehen und jetzt kommen wir zum Thema Ernte. Das hier sind die Pflanzen aus Stecklingen, die wir dann hatten, also quasi die erste Runde. Und was kann man sagen? Die Blüten, aber auch die Früchte waren im Vergleich zu den überwinterten Pflanzen wesentlich später. Aber bevor wir überwintern konnten, hatten wir erstmal die Pflanzen aus den Stecklingen. Und wie ihr seht, die Ernte war definitiv nicht schlecht. Da will ich jetzt nicht meckern, nicht, dass ihr mich falsch versteht. Schaut euch das mal an. Sind die nicht hübsch? Und hier seht ihr auch noch ein paar Tomaten, die ebenfalls nachreifen durften. So richtig schön ausgereift sind auch leider nur wenige. Deswegen mussten wir einige zum Nachreifen stellen. Aber schauen wir uns das mal im Detail an, probieren wir mal. Was wir euch natürlich nicht vorenthalten möchten, ist die Verkostung der Melonenbirne, der Pepino. Am Strauch ist die bei uns zwar nicht reif geworden, dennoch hatten wir die Möglichkeit, die innen nachreifen zu lassen und das hat super geklappt. Die Melonenbirne, ja, die ist bei uns unterschiedlich groß geworden, aber es sind schon ziemliche Oschis. Schaut euch das mal an. Die einen haben mehr Streifen, die anderen haben weniger Streifen. Und ja, manche sind noch ein bisschen härter. Die ist jetzt an manchen Stellen ein bisschen weicher und die schneide ich jetzt auch mal an. Das geht wie Butter dadurch. Schaut euch das mal an. So sieht sie jetzt von innen aus und die sind auch, ja, ein paar haben wir schon gegessen. Ein paar sind heller, ein bisschen gelber und ein paar sind ein bisschen orangener. Das Fleisch ist jetzt ziemlich weich und man sieht es auch sehr saftig, da ist Flüssigkeit drin. Und die Kerne, die kriegt man hier sehr einfach raus. Sollen wir die mal aufbewahren, versuchen, ob wir daraus neue Pflanzen ziehen können, Gärtner? Was meinst du? Können wir mal machen, alles klar. So, und dann löffelt man das einfach so raus, also das ist eine Möglichkeit, ich probiere mal. Melonenbirne schmeckt, finde ich, sehr fruchtig, sehr saftig und auch sogar süß. Und ja, mich erinnert das an ja, sowas Samtiges, Zartes, sogar ein bisschen an Mango, vielleicht auch ein bisschen an Honigmelone, vielleicht auch an eine ja, weiche und leckere Birne. Also der Geschmack ist schon sehr eigen und ist eine Mischung aus verschiedenen anderen Früchten. Ja,
Also ich kann nicht verstehen, dass es die bei uns bisher nicht gibt, weil die ist einfach zu ziehen, die ist super lecker. Man kann die Schale auch mitessen, ich habe es schon gemacht, ist nichts bei passiert. Ja, lieber Gärtner, du kriegst natürlich auch was. Dein Feedback wollen auch alle wissen. Ist natürlich die Frage, ob das mit dem Saatgut hinhaut, wenn die nachgereift sind. Ne? Eigentlich braucht man für Saatgut ja Pflanzen, die sonnengereift sind. Naja, ich löffel hier auch nochmal aus, könnt ihr gucken. Die Schale löst sich auch sehr, sehr einfach. Hier kann man es sehen. Durchsichtig. Also, heißt es Honigmelone? Es gibt auch so eine andere Melone, ne? Die so ein bisschen orangefarben ist. Gallia. Ah ja, genau, die Gallia-Melone. Vielleicht erinnert es auch daran. Ich muss nochmal essen, weil das so lecker ist. Was mir besonders auch bei der Frucht gefällt, ist, dass sie relativ wenig Platz braucht für Samen. Also es ist jede Menge Fruchtfleisch daran. Ich kann mir vorstellen, dass das Kindern auch ganz gut gefällt. Und ich glaube, es könnte auch super klasse sein für Leute, die einen Balkon haben oder auch eine Terrasse, weil die Pflanze kann man definitiv auch im Kübel ziehen. Das war jetzt die Ernte von den Pflanzen, die wir aus den Stecklingen gezogen haben. Unsere erste Ernte quasi. Übrigens, dem Gärtner haben die auch sehr gut geschmeckt. Dieses Jahr im Mai konnten wir jetzt unsere überwinterten Pflanzen in die Erde bringen. Die haben wir übrigens an den genau gleichen Standort gesetzt. Eigentlich ist die Pflanze ja auch mehrjährig, also dürfte das jetzt auch nicht so das Problem sein. Schönes Grün, die Pflanze sieht gesund aus und ein Marienkäfer sitzt auch da. Kann also nicht verkehrt sein. Gedüngt haben wir die Pflanzen jetzt nicht extra. Ein bisschen frische Gartenerde kam dazu und Kompost hätte man sicher auch dazu tun können. Also einmal ein Loch buddeln und gleich setzen wir die Pflanzen ein. Bei uns standen die jetzt, wie ihr gesehen habt, direkt am Haus. Also auch geschützt und sonnig. Ein bisschen lockern, ein bisschen wackeln. Und dann löst sich auch die Pepino-Pflanze. Es rieselt und siehe da, ganz, ganz viele feine Wurzeln. Die hat sich gut gemacht. Jetzt noch ein bisschen zubuddeln und was wir gemacht haben, was auch im Erwerbsanbau gemacht wird, ist die Triebe anbinden. Zum einen, dass sie schön hochwachsen kann und zum anderen will man ja, dass die Früchte möglichst nicht auf dem Boden liegen. Und die belasten die Pflanze hinterher sehr, weil die auch recht schwer sind. Also anbinden. So 2- bis 3-triebig scheint der Standard zu sein. Wir haben es jetzt hier 3-triebig gemacht. Und jetzt werden hier noch so verholzte, alte, trockene Äste rausgeschnitten. Pflanze ein bisschen gepflegt. Und dann kann sie wachsen. Natürlich wird sie noch angegossen. Was sagt der Marienkäfer jetzt dazu? Naja, Regen kennt er ja auch. Naja, ein bisschen traurig sieht das ja jetzt schon aus. Aber das Wasser braucht sie eben. Durstig sind die Pflanzen. Da ist er. Er hat die Dusche überstanden. Oh je, aber ein Wassertropfen hängt ihm noch im Nacken. Und im Juni haben sich jetzt bei den Pflanzen aus der Überwinterung auch schon die ersten Blüten gezeigt. Hier seht ihr schon die ersten Blütenansätze. Wunderhübsche Blüten, ne? Sehen ähnlich aus wie die von den Auberginen. Sind wohl auch verwandt, logisch. Hier neben dem Rasen seht ihr direkt den Busch. Das sind die Melonenbirnen. Und siehe da, tada, da sind auch schon die ersten Fruchtansätze. Und siehe da, im August ist auch schon die erste große Frucht da. Die hat auch schon die typischen lilanen Streifen. Ja, okay, reif ist sie noch nicht, aber sie ist schon da. Deutlich früher als bei den Pflanzen, die wir vorher aus den Stecklingen gezogen haben. Im September haben wir dann schon viele, viele große Früchte da hängen. Und der Oktober hat nochmal richtig Sonne geschickt und die konnten schön ausreifen. Ihr hört meine Freude. Seht ihr das? Violett gestreift, gelb-orangelich, ein bisschen gesprenkelt, richtige Prachtexemplare. Und reif sind die natürlich auch am leckersten. Machen wir mal eine auf. Tada! Wenig Kerne,
Orange, gelblich. Wobei, wenn man die in Südamerika isst, ist die wahrscheinlich noch orangener. Hatte schon mal jemand von euch eine Melonenbirne oder war in Südamerika und hat da eine gegessen? Das würde mich mal interessieren. Also auch im Vergleich zu uns jetzt hier. Da können wir jetzt einiges ernten. Und das haben wir auch gemacht. Ab Oktober hatten wir dann eine reichliche Ernte bei den Pflanzen, die wir überwintert haben. Ein paar waren ein bisschen angeknabbert, aber das war jetzt nicht so schlimm. So ein Körbchen haben wir da öfters rausgeerntet aus den Pflanzen. Wir freuen uns auf jeden Fall total, dass die Pepino aus dem nördlichen Peru auch bei uns so wunderbar wächst. Wie es mit der Pepino jetzt weitergeht, das seht ihr auf jeden Fall in den nächsten Gartenrundgängen. Na ihr Lieben, Pepinos anzubauen ist ja jetzt nicht wirklich so, so schwer. Ich hoffe, wir habt Feuer gefangen, wir haben euch motiviert, inspiriert, euch auch Pepinos in den Garten, Terrasse oder Balkon zu holen. Wenn ihr sie noch nicht habt, über Stecklinge sind sie ja relativ einfach zu vermehren und vielleicht seid ihr diejenigen, die bei uns auf dem Saatgutfestival dieses Jahr ein paar Melonenbirnen mitgenommen haben. Wie sind die bei euch gewachsen? Schreibt es unbedingt unten in die Kommentare. Uns interessiert das total. Und vielleicht habt ihr Lust, die ja zu überwintern, wie ihr das eben in dem Video gesehen habt. Lieber Max, vielen, vielen Dank für deine Stecklinge. Du hast es quasi bei uns so losgetreten, dass wir total jeck auf Pepinos sind. Diese Pepinos sind einfach mega, mega lecker. Wir essen sie gerne, die Gartenzwergin isst sie gerne. Es sind kaum Kerne drin, es ist eine total dünne Schale, wie ihr vorhin schon gesehen habt. Pepinos sind einfach mega, mega toll. Probiert es auf jeden Fall aus. Ich glaube, ich rufe jetzt hiermit eine Pepino-Challenge 2018 einfach ins Leben. Wir haben für euch natürlich noch was verlinkt, anderes Obst, was bei uns auch wächst. Wer hätte es früher gedacht? Die Physalis einmal hier oben und unser Video zu den Erdbeeren, falls ihr das auch noch nicht kennt. Wir freuen uns auf eure Daumen hoch, Austausch unten in den Kommentaren und euer Feedback zur Pepino Challenge 2018. Seid dabei!